Okay, ich brauche eine bessere Position. Jetzt habe ich eine Idee. Kommen die hier lang? Ich muss... Nee, wo ist der scheiß Computer? Sicherheitsraum ist hier. Was ist, wenn ich jetzt die Roboter auf Gegner umstelle? Weil wenn die jetzt hier hochkommen, hier oben ist ja noch der Roboter, ne? Der fährt hier ja noch irgendwo durch die Gegend. Ich glaube, der fährt da vorne, ne? Okay. Doch, hier ist was, mein Freund. Glaub mir. Komm schon. Komm her. Er scheint weg zu sein. Nö. Nicht ganz. Ach, Mann. Okay, wir müssen jetzt auf dem harten Weg durchmachen. Das ist mir jetzt echt, das ist mir... Mann. Ich muss nur da vorne den Alarm deaktivieren, bei diesem roten Schaltpult, da ganz in der Entfernung. Und da stehen nur ein paar Gegner im Weg, dass es geht. Es ist möglich, Freunde. Zumindest nicht unmöglich. Aber es ist einfach sackschwer, das ist das Problem. Ich wähle nochmal kurz die Gasgranate. Wobei, die Gasgranate ist ja eigentlich Quatsch in dem Fall. Dann nehme ich lieber mal die Elektroschockgranate. Den Flashbang halt, ne? Ihr wisst schon. So, da vorne ist der Droide. Oder nennt man das Droide? Roboter. Das Problem ist immer, diese ganzen Waffen haben kein Visier. Das ist so lächerlich. Das heißt, ich muss ja total frei zielen und das geht einfach nicht. Und was zur Hölle ist hier mit dem Boden los? Stört mich jetzt zwar nicht so krass, aber wenn es euch stört, tut mir leid. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. So. Sieh einer an. Wer kommt denn da? Jetzt müssten wir den ja eigentlich kriegen können, ne? Roboter sieht uns ja nicht. So. So, okay. MP-Munition brauchen wir nicht. Wir müssen nur irgendwie den Roboter loswerden. Uiuiuiui. So, aber das kriegen wir hin. Irgendwie kriegen wir das hin, ich weiß es. Und davon ist nur der andere Typ. Aber der ist hinter einer Scheibe, ne? Oh, hab ihn erwischt. So, jetzt muss ich bloß aufpassen. Der Roboter ist jetzt alarmiert. Hä? Wieso kann ich hier nicht in Deckung gehen? Ah, jetzt. Okay. Leck mich fett. Der macht uns halt weg, ne? Das ist euch klar. Okay. Er fährt zurück. Hoffe ich. Ja, tut er. Ich hatte auch ganz vergessen, dass wir keinen Schalldämpfer für die Pistole haben, ne? Deswegen... Das ist echt so blöd. Beim ersten Spieldurchgang habe ich echt... sofort einen Schalldämpfer gefunden. Daher war das ziemlich easy zu machen. Weil die Pistole mit Schalldämpfer ist halt, ne? Die ist der Shit. So. Weg hier. Geil. Gott sei Dank habe ich es gesehen. Gott sei Dank, ey. Gott sei Dank. Alter. So. Okay, wir kommen dran vorbei. Ich hoffe, wir kommen dran vorbei. Wir kommen dran vorbei. Och, Gott sei Dank, ey. Oh, scheiße, Mann. Nein, das wäre so einfach gewesen. Okay, ich muss nochmal kurz speichern. Ich muss das Ding jetzt hacken und der Roboter darf uns nicht sehen. Jetzt habe ich bloß der Typ. Es kann ja sein.
dass der Typ hier das Dingspad dabei hat. Nee, hat er natürlich nicht. Wo die Codes drin stehen für den Computer. Der Alarm muss doch auch irgendwann mal aufhören. Der fährt aber nicht ins Büro, oder? Nee, ach Gott sei Dank, ey. So, der scannt die Umgebung. Auf geht's. Und schnell, schnell. Schnell heißt schnell, auf geht's. So, schneller, schneller, schneller. Was? Leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht sein. Ja. Zugriff gewährt. Aus. Deaktivieren. Hui. Ich habe die Munition mitgenommen. Wir haben es geschafft. So. So geht es natürlich auch. Was summt hier denn so? Ist das der Roboter? Na gut, komm. Das ist mir gerade egal, was hier jetzt summt. Ich gehe noch kurz davon ins Büro rein. Ah, das ist er wirklich. Er bewegt sich immer noch. Der war gerade am Scannen, als ich ihn deaktiviert habe. So, und jetzt gucken wir mal kurz rein. Da hacken wir uns noch kurz durch. Boah, und dann haben wir auch schon wieder den nächsten Aufzug erreicht. Boah, geil, Freunde. Geil, geil, geil. Es läuft doch. So muss es gehen. So muss es gehen. Manchmal verkacken wir es zwar ein bisschen, aber ganz ehrlich, Freunde, meistens funktioniert es doch und jetzt haben wir es geschafft. Und ich bin zufrieden damit, ganz ehrlich. Und ich hoffe, ihr seid zufrieden mit mir, dass das hat doch ganz gut funktioniert, muss man doch sagen. Und hier hinten räumen wir auch nochmal kurz alles aus. Hier ist natürlich nichts drin, oder? Ah, doch. Typhoon-Munition brauchen wir natürlich sofort. Okay, Revolver-Munition könnte ich echt mal mitnehmen. Ah, aber kein Platz mehr. Dann ist es mir auch gerade egal. Wir fatzen jetzt mal ab von hier. Auf geht's. Weg hier. Wow, Freunde, Freunde, Freunde. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Geil. Irgendwie geil. Es hat funktioniert und wir sind in der Hauptzentrale. Und jetzt, um Gottes Willen, jetzt muss ich speichern. Ganz, ganz wichtig. Speichern. Speichern des Spiels erfolgreich. So. Los geht's. Pritchard, ich lade jetzt Van Brogens Beweis runter. Kann Seraph mithören? Laut und deutlich, Adam. Kann losgehen. Ich habe gehört, ihr Team wurde in Detroit mobilisiert. Warum erfahre ich das erst jetzt? Weil es ein rein taktischer Einsatz war. Reed und ihr Team tragen subdermale GPL-Implantate. Man kann sie orten. Ihre Entführung war ein Fehler. Das hat Montreal schon geregelt. Verzeihen Sie mir, wenn ich nicht ganz so viel Vertrauen in unsere Freundin Eliza habe wie Sie. Sie ist so sprunghaft. Ihre Bedenken sind notiert. Allerdings rate ich Ihnen, sich um Ihre eigenen Operationen zu kümmern, anstatt sich in meine einzumischen. Namir out! Boss, haben Sie das mitgekriegt? Ich hab's gehört, aber ich... Megan und die anderen. Sie leben. Wir müssen bei der Sache bleiben. Sao hat eine Wohnung oben auf dem Gebäude. Außer ihr und ihren Wachen darf niemand dorthin. Gehen Sie rauf und finden Sie heraus, was sie weiß. Sao im Penthouse zur Rede stellen. Uiuiui. So. Oh oh. Auf nach oben, Freunde. Oder sollen wir da überhaupt nach oben irgendwie? Der Marker auf der Karte zeigt uns eigentlich wo ganz anders hin nachher. Okay, jetzt hat er sich aktualisiert. Ja, und jetzt haben wir es rausgefunden. Tatsächlich. Megan und die anderen leben tatsächlich noch. Und jetzt müssen wir sie natürlich erstmal finden. Wo ist sie? Und ist Sao wirklich die Verantwortliche für das Ganze? Tja, wir werden es auf jeden Fall rausfinden, liebe Freunde. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden. So, du bist uns freundlich gegenüber. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur noch ein Stockwerk nach oben. Wie komme ich denn da jetzt hin? Hä? Ich bin etwas verwirrt. Verwirrt. So, gut. Hier unten ist ja jetzt eh keiner mehr.
Ich gucke jetzt mal schnell. Hier muss doch irgendwo ein Zugang sein, wo man nach oben kommt, oder? Nee. Ist hier was? Nee. Okay. Hier liegt immer noch der eine Typ rum. Ja. So, ist irgendwie cool, die Roboter, wenn man die gehackt hat. Die sind so nützlich, die Dinger. Und der andere brummt hier immer noch rum. Ich habe den natürlich deaktiviert jetzt erstmal. Ich gehe auf Nummer sicher. Vor allem kann ich es mir nicht leisten, dass hier jetzt ein riesen Gemetzel losbricht. Oder losbrechen hätte können. Ne? Es sind ja keine mehr übrig. Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Oh ne, es ist ja... Na, ich dachte, es wäre ein Aufzug. Dabei ist es diese Roboterkammer. Und das dedizierte Terminal deaktiviere ich jetzt auch mal noch schnell. Komm. Fertig. Einfach nur zur Sicherheit. Ich gehe immer auf Nummer sicher, vor allem in so einem Spiel. Jetzt ist echt die Frage, wo müssen wir denn jetzt hin? Ich meine, ich bin hier doch jetzt richtig. Oder nicht? Ich fahre jetzt nochmal schnell im Aufzug hoch. Ich glaube, ich bin falsch. Ich glaube, ich muss da oben drin bleiben. Da gibt es bestimmt noch irgendwie einen Ausgang. Ja, jetzt bin ich wieder auf der Ebene. Eigentlich bin ich hier dann richtig, aber wie komme ich denn da jetzt hin? Ach, hier! Ach so. Ach, du Scheiße. Ja, leck mich doch am Arsch. Das gibt's doch nicht. Oh, oh. Moment. Moment. Ich muss es erstmal hier abchecken. Ja. Hi. So, keiner in Sicht, keiner in Sicht. Gehen wir erstmal hier rein. Boah, Freunde, Freunde, Freunde. 25%, kann man locker durch. Zack, Transfer, 25. So, 25. Plus 2, na toll. 85 sind hier jetzt drauf, ist ja geil. Aber wir haben ja genug Nuke-Viren. Von daher geht das ja. So, Moment. Und hier haben wir 45 auf... So, ich habe jetzt einfach den Virus gehackt. Ach du Scheiße, was sind das hier für Räume? Es sieht mega geil aus. Schade, dass ich es nicht lesen kann, aber... Oh, der Holländer, schlechte Neuigkeiten. Windmill wurde erwischt, ja? Das waren wir. So, Tür zu. Komm, Tür zu. So. So, das hacken wir schnell. Ich gehe immer auf Nummer sicher jetzt. So. Wir müssen dahin sogar. Na toll. Immer 45%, krass. Aber es geht trotzdem. Ach komm, was soll's. Zugriff gewählt. Stoppwurm haben wir sogar. Oh, und wir können den Stoppwurm nicht mitnehmen. Da müssen wir einfach irgendwas wegschmeißen. Am besten... Ja, MP-Munition. So. Deaktiviert. Gehen wir hier rein. So, und gucken wir mal noch hier auf dieses Terminal. Ich will natürlich jetzt echt hier alles untersuchen. Nicht, dass ich hier noch was übrig lasse. Das wäre echt kacke. So, Spam. So, ich hacke jetzt alles so schnell wie möglich einfach. So funktioniert es einfach auch ganz gut normalerweise. So, Geschäftsführer. 47.500.000 Credits. Ja, so viel würde ich jetzt auch gerne nehmen. In-game wie Out-game quasi. Also in Real Life natürlich auch. So, Moment. Hier ist gar nichts. Was ist denn hier los? Oh. Büroräume. Ich greife mal kurz auf den Computer zu. So.
hacken. 15%. Drauf damit. 15%. 15%. Das läuft ja super. 65% ist mir jetzt auch gerade egal. Nein! Zugriff gewährt. Was? Oh, leck mich doch fett. Wieso sind da Gegner? Warte mal. Scheiße, wo sind wir denn jetzt? Oh, bestimmt an irgendeinem Scheißort. Was? Ach Gott, ich dachte eben schon. Okay. Wir müssen nur noch hochfahren, okay. Ich dachte eben schon, wir müssen jetzt das hier nochmal machen. Alter, habe ich gerade einen Herzinfarkt gekriegt. Ernsthaft. Alter Vater. So, egal. Ich gucke mich jetzt hier nicht mehr um. Ich gehe jetzt direkt hoch. So. Auf. Egal, das war jetzt halt ein bisschen verkackt, aber das passiert natürlich. Ich wusste nicht, dass da Leute rumlaufen. Vor allem habe ich keine gesehen, nicht mal auf der Thermalsicht. Wo kamen die denn her? Das ist sehr strange. So, wow, jetzt bin ich fast reingelaufen. So, und bevor wir uns jetzt durch die Tür da vorne wieder begeben, ein weiteres Mal, mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause und wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Folge Deus Ex und dieses Mal kriegen wir es hoffentlich sofort hin und werden nicht schon wieder erwischt beim Hacken. Naja, aber auf jeden Fall danke fürs Zuschauen und bis dahin, euer Fennec. Ciao.